Was passiert dann wohl, wenn wir da sind, Leute? Können wir durchlaufen? Können wir wirklich runterjumpen? Okay, Leute, let's go! Fallschirm direkt auslösen und wir fliegen rüber! Es geht tatsächlich! Ja, was ist da los? Hey Leute, hier ist wieder der Benny und der Haubner von Die Buddies Zocken zu einem neuen Fortnite-Video und heute haben wir was mega geiles vor. Wir wollen uns heute quasi zur versteckten Map bauen, das heißt, wir bauen uns ganz weit out of Map und ja, ich würde sagen, das wird auf jeden Fall mega witzig. Wer Bock hat, kann auch gerne unsere Merch abchecken, erster Link in der Beschreibung. Vielleicht braucht ihr noch ein geiles Ostergeschenk und ich würde sagen, let's go rein in die Runde. So Leute, ihr seht da draußen hier im Nordosten diese fetten Inseln und da wollen wir uns hinbauen, mal gucken, wie weit wir kommen. Wir werden auf jeden Fall hier erstmal Wailing Woods landen, um natürlich eine Menge Holz zu farmen und dann versuchen wir da zu diesen Inseln zu kommen. Könnte witzig werden und ich würde sagen, wir springen raus. Let's go! So Leute, wir haben jetzt beide 1000 Holz gefarmt. Wir sind jetzt hier, wenn wir die Map öffnen, im Nordosten. Ihr seht hier hinten die ganzen Inseln. Wir werden uns hier hinbauen. Hier ist auch ein LKW abgestürzt. Ich muss sagen, ich war hier noch nie. Der hat noch eine Kiste. Vielleicht bekommen wir da noch was Nettes raus. Mal gucken. Okay. Vielleicht ist noch ein Raketenwerfer drin. Ja, alles klar. Ja, Raketenwerfer wäre natürlich ultra krank. Okay, zumindest ein bisschen Stein. Perfekt. Ja. Und ja Leute, ich würde sagen, Zone kommt doch schon. Wir müssen Gas geben. Und ja, auf geht's, ich habe immer Angst, dass es nicht platziert, Mann. Okay. Ja, dann pass auch wirklich auf, ja, nicht, ja, dass Mann. Du runterfällst. Das heißt, wir müssen uns ultra konzentrieren, wir haben echt, Leute, keine Ahnung, ihr wisst ja, wie wir uns zur Startinsel gebaut haben, da war ja rund um die Startinsel eine, wie soll man sagen, so eine unsichtbare Wand, aber wir haben hier keine Startinsel, das heißt, diese unsichtbare Wand sollte vielleicht nicht da sein und deshalb wird es halt ultra spannend, was passiert. Wir haben auf jeden Fall... guck mal, auf... 3 Medkits und 10 Bandagen und auf der Minimap, ja, wir sind gleich out of map, Mann. Nee, ich meine, guck jetzt rechts oben auf der Minimap. Ach so meinst du, ja, ich seh's. Guck, einfach im Nichts. Wir sind im Nichts, Mann, Map ist zu Ende. Ey, kann man da jetzt echt bis da hinten bauen? Das wäre halt jetzt ultra krass. Ich hab, Leute, wir haben wirklich keine Ahnung, was passiert. Ihr seht sie wirklich auf der Map, wir sind quasi schon nicht mehr auf der Map. Und vielleicht kann man ja wirklich dahin zu diesen Inseln, das wäre halt ultra krank. Warte, ich will mich mal ganz kurz umdrehen. Oh Gott, wie weit wir schon weg sind. Holy shit, Mann. Okay. So, es könnte natürlich jetzt jederzeit passieren, dass ich einfach nicht mehr bauen kann, Mann. Ja, oder es kommt eine unsichtbare... Wir wissen wirklich absolut nicht, was passiert. Und mich wundert es ja, dass es schon so weit geht. Wir sind ja wirklich irgendwo schon. Auf jeden Fall richtig nice, Leute. Und ich glaube, jetzt sind wir echt schon in einem Bereich, wo es ultra spannend wird, wo alles Mögliche passieren könnte. Okay. Also, ganz ehrlich... Bevor wir das jetzt probiert haben, ich hätte mir gedacht, wir stoßen in eine unsichtbare Mauer. Ja, Mann. Guck mal, wir sind schon richtig nah bei der Insel, Leute. Und wenn wir uns umdrehen, oh mein Gott, sind wir weit weg. Okay, Haubner, lass mich auch nicht vergessen zum Healen und so. Ja. Oh Gott, heftig, heftig, Leute. Das ist echt heftig. Oh Gott, hey, wir können die Map da hinten schon fast anfassen, diese Insel. Hä, hey, als ob wir uns da hinbauen können. Das wäre halt, ey, hat das noch niemand probiert? Was ist da los? What? Okay. Also, wir haben echt noch haufenweise Zeit. Wir könnten das packen, Mann. Ohne Scheiß, ohne wir packen das, Leute. Guck mal, die ist direkt vor uns, die Insel. Haupt ist schon fast da, du kannst schon fast gefühlt hinjumpen, Mann. Ja, wahrscheinlich kann ich hinjumpen. Okay, shit. Auf geht's, Mann. Als ob das wirklich möglich ist. What the fuck? Was passiert dann wohl, wenn wir da sind, Leute? Können wir durchlaufen? Können wir wirklich runterjumpen? Also, das ist echt krank, Leute. Jetzt wird es dann spannend. Die Zone ist halt wirklich, Leute, wenn man auf die Map guckt, ganz auf der anderen Seite. Das, ja, ist guck ja mal zur krank. Insel zurück. Ja, Mann, du musst dich dann auch wieder healen. Ja. Oh Gott, Mann. Leute, heftig, heftig, heftig. Hä? Ey, wir sind... Hier ist Ende. Was, hier ist Ende? Ernsthaft? Ja, warte. Aber es ist... Warte. Weißt du was? Nee. Hier ist nur zum Bauen Ende. Okay, das heißt, wir könnten hier hinfliegen, oder was? Wir könnten mit, wenn wir einen Raketenwerfer haben... Stimmt, wir können hier nicht mehr bauen, oder mit Leute. Jump-Pad. Jump-Pad. Mit Jump-Pad kommen wir locker hin. Oh Gott, ja, wir können da hinjumpen. Warte, wir springen mal hin, springen mal in die Richtung, guck mal, was passiert. Ja, okay, warte. Lass mal nach oben bauen zuerst. Okay, so weit, wie's auf geht's. Noch. Ich habe aber auch nicht mehr viele Ressourcen, das war's jetzt gleich von meiner Seite. Okay, ich kann noch 19 Sachen okay, bauen. Das war's. Holy shit, als ob man zu den Inseln da kommt. Ey, Mann, Leute, guckt euch an, wie nah wir bei den Inseln hier sind. Ey, Jump-Head wäre halt jetzt ultra krank. Ja, Mann. Und wir sind gleich wieder überhaupt der Zone, Mann. Oh, ey, wo wir sind, wenn man die Map öffnet. Oh, Mann.
What the fuck? Okay, wir könnten jetzt. Ich spring mal in die Richtung. Spring mal, ja. Ich guck, ob eine unsichtbare Mauer oder so da ist. Da kommt keine. Nee, da kommt keine. Von hier könnten wir es schaffen mit einem Jumppad. Leute, wir müssen ein Jumppad suchen. Ich spring auch mal hin. Da ist echt nichts, Leute. Oh mein Gott. Fuck. Okay, ich würde sagen, Leute, wir schmeißen uns in eine neue Runde rein und ja. Haupner, wir müssen Gegner. Denkst du, der hat ein Jumppad? Nee. Aber zwar nur einen Bogen und eine Shotgun. Ich töte ihn. Gucken, wie gut der ist. Okay, das ist er down. Nice, so, bitte. Digga, hast du ein Jumppad? Nein, der Raketenschüsse hätte aber keinen Raketenwerfer. Rips bad. Okay, hat hier noch ein Teammate. Vielleicht hat der was gemacht. Am Shotgun, lass mich nicht im Stich. Nice. Auch nix, Mann. Sogar eine Scar hat der. So Leute, wir haben natürlich bis jetzt noch nichts gefunden, aber wir haben jetzt eine neue Idee und wir wollen mal versuchen, was passiert eigentlich, wenn wir uns schräg zum Wasser runterbauen. Und ja, wir gucken einfach mal, was da unten passiert dann, ob man ins Wasser jumpen kann, ob man direkt stirbt, ob es eine Grenze gibt oder so. Ich glaube, ist auch ganz interessant. Und ja, Mann. Ja, mal gucken. Ich glaube, ich bin auch schon ziemlich weit unten, zumindest sieht das Wasser schon nah aus. Okay, ja, ab hier kann man dann nicht mehr tiefer bauen. Viel zu weit. Ja, okay, das ist so die maximale Grenze. Weiter runter kommt man also mal nicht vom Bauen her. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir da runter jumpen, dann sind wir direkt tot. Ja, also wir kennen jetzt auf jeden Fall die Grenzen von oben, seitlich und unten. Aber seitlich kann man sich noch weiter rausschießen mit Raketenwerfer oder Jumpen. Also, ja. Gott, gib uns lang, bitte. Fortnite-Gott. Ja, nice, nice. Granaten, warte. Die drehen. Oh. Bang. Alles klar, what the fuck ist das? Bei mir ist einfach ein Loch. Ja, moin. Also ich habe jetzt 5 Verbände, einen Schlürsaft, einen Chuck-Chuck, einen Medkit und 3 Impulsgranaten, Leute. Okay, nice. Und Leute, ich habe noch einen Granatwerfer und ich würde sagen, das müssen wir versuchen einfach mit dem Granatwerfer, wenn wir schon mal einen haben. Ja. Und okay. Wollen wir uns direkt nach oben dann bauen? Können wir machen, auf geht's. Du jetzt gleich auch. Da guckst du ja an. Oh mein Gott. Ich sehe kurz nichts irritiert. Mehr. Irritiert. Ja, ist so. Okay, jetzt sind es echt nur noch ein paar Blöcke, Leute. Komm, das packen wir doch mit Granatwerfer sogar, dass wir da hinfliegen. Ey, ist echt so. Ja, wenn wir einen guten Schuss schaffen. Wenn wir einen guten Schuss schaffen, okay. Ich habe gleich keine Ressourcen mehr. Okay, es geht nicht mehr. Das ist V-Grenze. Oh Gott, Leute, jetzt wird es soweit. Wir wollen versuchen, mit dem Granatwerfer da hinzukommen. Es wird nicht einfach. Auf da dann. Auf geht's. Ich hoffe, ich schaffe einen Schuss. Das ist so schwierig. Gut, luck, Mann. Okay, go. Oh, da ist gut runtergefallen. Okay. Nochmal. Nein, fast, Mann, das war ein Bug. Geh weiter nach rechts, geh weiter nach rechts, falls ich. Nein, anders rechts, anderes rechts. So? Go. Spring. Nein, ich werd runtergepackt! Nein! Anzeige ist raus, Leute! Schade! Okay, aber wir haben jetzt noch den Versuch mit den Impulsgranaten. Ah, das war belastend mit den. Mit der Granate da jetzt. Okay. Ja, so, Impulsgranate, auf geht's. Komm. Und. Oh lol, du bist zu weit überhalb der Zone. Ja. Und wie nah du hinkommst. Ich schwör, wir schaffen das mit Raketenwerfer. Raketenwerfer, Jumppad. Ich schwör's dir, das ist es. Mit denen kommen wir da hin. Okay, Leute, ich würde sagen, wir suchen weiter. Wir geben nicht auf. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da und let's go. So, Leute, wir haben nochmal einen Granatwerfer am Start. Und ja, wir versuchen es auf jeden Fall nochmal. Ihr wisst Bescheid. Ich bin dann ready. Okay, spring. Let's go. Schade, wir sind tot, nein. Oder? Nein, nein. Nein! Okay, nochmal. Leute, so, wir haben hier einen Supply Drop. Das wäre halt jetzt ultra krank. Komm! Und Jumppad! Oh mein Gott, wir haben es, Leute. Oh, let's go! So, wir gehen jetzt wieder raus. Die Zone ist auch perfekt für uns. Das heißt, wir bekommen weniger Damage. Und ja, let's go. Das ist unser Versuch, Mann. Das könnte jetzt klappen. Das muss jetzt klappen, besser gesagt. Ich muss so schnell wie möglich kommen. Und ja, am besten so leise wie möglich. Danny, bist du gespannt, ob es klappt? Ja, Mann. Ey, Leute, das muss jetzt klappen. Es kann eigentlich nichts schief gehen. Das ist jetzt unser wirklich letzter Versuch. Wir haben endlich das Jumppad gefunden. Das war ja schon so viel Lack, dass endlich auch mal die Zone bei uns ist, Leute. Wir dürfen jetzt nur nicht runtergeballert werden. Und bist du jetzt schon am Ende, oder was? Nee, bin ich noch nicht. Okay. Ich muss mich healen. Ah, stimmt, du musst dich healen. Ja. Läuft, läuft. Bitte findet keiner den Weg da. Ist so. Die Zone ist nämlich genau da oben im Eck, wo wir uns weggebaut haben. Ja, Mann. Komm, es kann nichts mehr schief gehen jetzt, Leute. Das muss klappen, das muss jetzt klappen.
Okay, du platzierst dann auf jeden Fall direkt das Jumppad, aber dann healen. Weil wenn wir einen Weg abballert, könntest du es rein theoretisch nicht mehr platzieren. Ja. Deswegen zuerst. Oh mein Gott, die Zone, Achtung, nicht runterfallen jetzt bitte. Puh. Wir sind einfach wieder überhalb. Ey, Spannung, Leute, Spannung. Das Ding ist, ich kann ja runterfallen, ist ja kackegal. Bei dir schon, das stimmt. Komm. Jetzt muss die Grenze erreicht sein. Komm jetzt. Ja, hier ist es. Ich platziere es direkt. Platziere Jumppad. Okay, wir healen uns. Heal. Wir gucken kurz auch nach hinten. Guck mal an, wie weit wir weg sind, Leute. Weg wird nicht abgeballert, das ist sehr perfekt. Wir healen uns hoch jetzt auf 75 Leben. Und dann gehen wir out of map, dann gehen wir zur anderen Map rüber, zur Insel. Und ja, Leute, okay. Ich bin voll, von mir aus kann es losgehen. Ja. Dann spring, go, go, go. Okay, Leute, let's go. Fallschirm direkt auslösen und wir fliegen rüber. Es geht tatsächlich, das ist ja krass. Was wird jetzt passieren, Leute? Guckt euch das an. Oh mein Gott. Ich gucke auch kurz nach hinten. Haubner fliegt auch schon. Wir sind über der Insel, Leute. Was geht ab? Wir sind out of map. Krank. Können wir hier landen? Alter. Ich muss versuchen. What the fuck, Leute? Guckt euch das an. Ich lande hier, oder? Kann ich landen? Ja. Ich flieg durch. Was? Man fliegt durch. Das ist alles fake. Nein. Aber ich denke mal, Leute, das ist eines der krassesten Sachen, die jemals jemand in Fortnite gemacht hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Es war noch niemand so weit out of map. Das ist ja krank. Oh mein Gott. Was geht ab? Ich hab mich so gefreut, wenn man hier laufen könnte. Ja, Mann. Oh Gott. Krank. Ja, Leute, ich würde sagen, das war eine mega geile Challenge. Wir haben es eigentlich geschafft. Wir sind da rausgekommen. Und, ja, Mann. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Jetzt wisst ihr, was passiert. Was dort abgeht. Und ja, lasst gerne ein Like da, checkt unseren Merch ab, erster Link. Und ja, bis morgen, haut rein, ciao. Ciao.